Das nächste Spiel hole ich mir das Thema jetzt mal hier von dieser Seite. Und zwar eine lästige Hausarbeit, ihr Lieben. Was könnte das sein? Meerschweinchenkäfig sauber machen. Das ist sehr, sehr schön. Meerschweinchenkäfig sauber machen. Wunderbar. Denn wir heißen Sie jetzt alle willkommen in der beliebtesten Nachmittagstalkshow. Und zwar in der Oliver Belke Show. Das Thema ist heute ekelhaft. Mein Nachbar putzt den Meerschweinchenkäfig nackt. Und Moderator Oliver Becke hat sich wieder Gäste vom Feinsten eingeladen, nämlich die Streithähne Barbara und Lars und den Streitexperten Elmar. Und wie das so ist bei diesen Nachmittagstalkshows, die Wortzahl ist doch sehr begrenzt, der Wortschatz. Und zwar selbst der Moderator benutzt immer nur 5 Worte in seinen Moderationen. Und Barbara, du hast einen Wortschatz von 4 Worten. Und Lars, dir stehen immer nur zur Verfügung 3 Worte. Und Elmar, als richtiger Experte oder Psychologe, wie das da meistens heißt, oder was auch immer, wie die sich schimpfen, du hast genau 2 Worte. Ah, also viel, viel Freude bei der Oliver Welke Show mit dem schönen Thema heute, ekelhaft. Mein Nachbar putzt den Meerschweinchenkäfig nackt. Mein erster Gast heute, Barbara! Hallo Olli, freut mich. Barbara, du hast einen Nachbarn. Er ist einfach ekelhaft. Was macht denn der Mann? Er ist immer nackt. Und was stört dich daran? Er ist sehr behaart. Das wollen wir sehen, Lars. Lars, du putzt nackt Käfige. Das ist richtig. Hab ich doch gesagt. Halt die Klappe! Was findest du daran toll? Das macht an! Aber nicht du, mich! Du freche, Lars. Kleine, geile Sau! Du aber auch! Fragen wir einen Experten! Bitte! Sie forschen also übers, ein Wort, Nacktputzen. Ja, genau. Was kam denn dabei heraus? Sehr viel. Bitte helfen Sie mir. Kein Problem. Sagen Sie ihm jetzt Schluss. Was kann Barbara denn machen? Eine Menge. Wie finden die Meerschweinchen das? Ziemlich geil. Das ist doch Tierquälerei. Die stehen drauf. Zeig uns mal deinen Body. Bitte, bitte, bitte nicht. Ist dein Brust-Hatopé aus Meerschweinchenfell? Nein, alles echt. Warum ziehst du nicht weg? Weil wir verheiratet sind. Abschließend dein Rat an die. Vertragt euch. Danke. Thema morgen, impotente Otter.